So, hallo, wir machen weiter. Bei Cadence of Hyrule. Das letzte Mal haben wir ein neues Kartenupgrade bekommen, mit dem wir jetzt auch Herzteile und Kisten sehen können. Außerdem haben wir einige Minibosse wieder erledigt. Und ein Zahnrad gefunden, mit dem wir vielleicht hier im Dorf der Gerudo was anstellen können. Weil es hieß, das muss man Gerudos geben. Mal gucken. In der Nähe gibt es eine unerforschte Ruine. Vielleicht willst du dich dort einmal umsehen. Sie liegt im Zentrum der Wüste. Das werde ich tun. Jetzt gehe ich erstmal hier rein. Kann ich hier irgendwas Sinnvolles kaufen? Das ist schon wieder ein Laden, bei dem ich nichts Sinnvolles kaufen kann. Es ist doch einfach nur... Ne, ich meine, das sind alles nur so unrelevante Sachen. Mein Laden ist mein ganzer Stolz, wenn nur mehr Kundschaft käme. Ja, wenn du nichts Brauchbares hast. Junge, so eine Schaufel finde ich an jeder Ecke. Vor allem, jetzt muss ich was kaufen. Ich komme raus. Halt, was hat er gesagt? Was ist dein Lieblingsort in Hyrule? Ich persönlich mag den Strand. Die Toras dort sind sehr nett. Ja. Wenn sie aufwachen würden. Okay, wie komme ich da hoch? Wie komme ich überhaupt da überall hin? Hä? Ah. Willkommen im Dorf der Gerudo. In der Wüste solltest du aufpassen, dass du keine Gegner ausgräbst. Gut, ich kann überhaupt nicht ausgraben. So, lösen wir das gleich mal aus. Da ist ein Herzteil da oben. Aber wie komme ich denn an den da ran? Ah ja, okay, wie ich an den rankomme, weiß ich. Moment. Was? Einfach zweimal das gleiche? Ah. Das war aber eine ganz falsche Tonart. Das war eine ganz falsche Tonart, in der wir die Noten gespielt haben. Moment mal, habe ich geschlafen, aber warum denn hier draußen? Danke, dass du mich geweckt hast. Ich bin... Dailyara. Die Chefin dieses Dorfes oder so. Das hier sollte dir dabei helfen, den Ruinen für Ordnung zu sorgen. Oh! Oh! Krafthandschuh, was tut der? Weiß ihn auf dem Inventarbildschirm. Nimm mit ihm Objekte auf und wirf sie dann an die markierte Stelle. Okay, den muss ich auswählen. Kann ich jetzt? Damit hätte ich mir diese dumme Höhle so viel einfacher machen können. Die wir vorhin hatten. Mein Gott. Okay, jetzt gucken wir uns erst noch hier um. Diese doofe Baljara ist wohl endlich aus dem Weg gegangen. Konntest du mich in Ruhe lassen? Ich übe gerade. Musik scheint eine Kraft zu haben, die mir bisher unbekannt war. Ich muss besser werden. Okay, wer immer du bist... Mach hier kurz ein paar Sachen kaputt, ja? Lass dich nicht stören. Guck mal, hier ist ein... Ah, wir müssen... Okay, ich verstehe. Ich verstehe nicht. Doch, ich verstehe. Kann ich das Ding aus dem Weg räumen? Ich muss da aber irgendwie rankommen. Also, das kann ich nicht aufheben. Kann ich das sprengen? Ich kann das sprengen. Und ich kann das sprengen. Wieso kann ich die jetzt nicht... Ah, ich kann die schieben. Hui! Und wir kriegen ein neues Herz. Sehr gut. So, tschüss. Opti. Gut. Jetzt...
Weiß ich natürlich auch, wie ich hier an die Truhe rankomme. Nee, weiß ich nicht. Doch, weiß ich schon. Alle. Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig. Ich müsste mich jetzt so drehen können, ohne dass er runterläuft. Ja, so geht das nicht. Ja, so auch nicht. Ich müsste mich nur drehen in die Richtung. Kann ich mich nur in die Richtung drehen? Ah, dann schiebt er das runter. Ah, aber ich konnte mich tatsächlich mit dem Pfeiltrick konnte ich mich drehen einmal. So, in die Richtung. Dann. Ha, dann weiß ich, was wir machen. Pass auf. Handschuh? Jetzt kommt der Trick 17. Handschuh? Hier hoch? Nein, ah. Achso, ich müsste ja. Ah, es ist gar nicht so, wie ich dachte, so simpel. Ich wollte eigentlich jetzt. Ach, Mist. Ich wollte den kleinen hier haben, auf dem kleinen draufstehen. Aber da bräuchte ich hier jetzt was gegenhält. Wait, das kriege ich aber hin. Müsste ich mich wieder nur drehen können. Nur drehen. Aber, er schmeißt nicht dahin, wo ich hin will. Wo ich ihn haben will. Dahin schmeißt dann halt. Und dann nützt er mir nichts. Hä? Kann ich den hier auch bewegen? Oh mein Gott. Okay. Aber gut zu wissen, dass ich den auch bewegen kann. Ist das vielleicht nur ein Symbol und ich kann das gar nicht holen? Warte mal, ist hier auf der Karte eine Truhe eingezeichnet noch? Hier ist halt gar keine Truhe eingezeichnet, ne? Vielleicht ist das einfach nur ein Symbol. Oh, wollte ich nicht. Weil da ein Laden ist. Aber andere hatten das nicht, ne? Nee, ich will da eigentlich schon diese Truhe. Hätte ich schon gerne geöffnet jetzt. Aber wie schaffe ich es denn? Ich habe noch eine Idee. Nein. Ja. Also, aber jetzt lasse ich den wieder runterfallen vorher, bevor ich den hier. Na, jetzt fällt der hier wieder runter, bevor ich was tun kann. Gehen wir erstmal hier rein. Vielleicht wird es dann klarer. Krabbeln wir in den Bohr. Okay, jetzt werden wir Geld los. Let's go. Ja. Ja. Gib mir mein Herzteil. Achso, ich kann immer wieder losschicken, oder was? Ich habe keine mehr. Große Bombentasche! Super! Kriege ich noch mehr? Gibt es hier ein Herzteil zu holen? Ich weiß es nicht. Ist das alles, was man kriegen kann, oder kann man hier mehr bekommen?
Aber ich habe das nicht. Ich muss die Truhen bekommen. Nice. Oh, es geht nach Zeit. Ah, Mist. Ah, das habe ich verpeilt. Okay, also ich muss auch... Ah. Da, gib mir das. Ah. Hä? Was tue ich hier? Da ist mein Herz da. Okay, sehr gut. Keine Ahnung, irgendwas habe ich wohl richtig gemacht. Das war merkwürdig. Aber ich habe wohl irgendwas richtig gemacht. Gut. Guck mal, da ist auch noch Gerudo auf dem Dach. Mit dem würde ich auch gerne mal quasseln. Wie komme ich denn da hin? So komme ich zwar hier hoch. Aber dann ist Schluss. Ich bräuchte jetzt noch einen Block. Ist hier noch irgendwo noch ein Block? Nein. Nein. Hier ist nicht irgendwo noch ein Block. Kann ich? Es geht ja wieder nicht. Manche Rätsel verstehe ich nicht. Ich krieg den da hoch, aber jetzt komme ich ja nicht hoch. Oh, jetzt krieg ich den auch nicht mehr runter. Sehr gut. Ah, warte mal, was passiert eigentlich? Da komme ich nicht rüber. Ah, ist ja doof gelaufen. Ha, also wenn ich den da hochschmeiße, komme ich nicht mehr hin. Hä? Vielleicht brauche ich auch noch irgendwas dafür. Kann ja sein, ich weiß es nicht. Ich verstehe nicht, wie ich da hochkommen soll. Link kann sich halt auch nicht einfach nur drehen. Das ist ein Problem. Ich hätte gerne, dass er sich einfach nur dreht, ohne dass er gleich in die Richtung hüpft. Aber er dreht sich halt nicht einfach nur. Wenn ich einen Pfeil abschieße, kann ich das simulieren. Aber das ist ja nicht das Rätsels Lösung am Ende. Das nützt mir ja nicht komplett. Wie kriege ich... Warte mal. Aber was nützt mir das? Jetzt kann ich zwar so ein Ding hier hochsetzen, aber was bringt mir das am Ende? Richtig, nichts. Der geht ja da nicht hoch. Das ist das Problem. Sonst wäre alles okay, wenn der den jetzt einfach nehmen würde und hochgehen würde, wäre alles in Ordnung. Aber er muss ihn ja schieben. Er muss ihn ja schieben, weil kein Gegengewicht da ist. Ich check's nicht. Oh.
check das Rätsel. Ich krieg das Rätsel nicht hin. Nee. Keine Ahnung. Egal. Gehen wir mal weiter. Boah, Gerudo-Wüste. Oh, das ist wieder so ein großes Ding. Oh, das ist so einer. Den habe ich doch nur hingekriegt mit einer Bombe, ne? Warte, Bombe. Oh. Wir haben ein Problem. Toll. Moment, aber wenn ich die verliere, ist ja die andere... Ist ja dann schon blöd. Ja, jetzt habe ich schon keine Schaufel mehr. Jetzt muss ich die wiederholen da oben. Oh boy, die ist stark. Das ist die gefährliche. Ach so, ich habe ja eh Tränke. Ich denke immer, ich sterbe dann gleich, aber ich habe ja Tränke notfalls. Okay. Das ist eh wieder so eine Ebene, die man nicht komplett los wird, ne? Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal da rein. Okay. Gleich tot. Also halt, ich wäre gleich tot. Wenn das zählen würde. Zahnrad. Okay. Die scheinen ja auch eine wichtige Bedeutung zu haben. Ich weiß noch nicht genau welche, aber wir werden sehen. Da will ich hoch. Oh nein, ich muss den da oben loswerden. Der da oben wird mir sonst gefährlich. Was? Fügt einem Gegner direkt... Oh, das Titanium-Kurzschwert. Das ist jetzt, ne? Das ist jetzt mit Titanium versehen. Cool. Wir haben jetzt im Moment 5... Wir haben das normale Kurzschwert, das Obsidian-Kurzschwert, das fügt 3 Punkte Schaden zu. Je nach Beat-Kombo. Und das fügt immer 2 Punkte Schaden zu. Ja gut, und das Glas-Ding ist natürlich klar. Aber das zerbricht halt sofort. Und das Rhodonit-Kurzschwert. 1 Punkt Schaden und heilt ein halbes Herz für 5 besiegte Gegner. Das ist halt alles cool, aber wenn es so viele Schwerter gibt, muss es doch auch mehrere Speere geben. Verdammt nochmal. Warum haben wir die denn nicht? Das war kritisch. Das ist hier alles ein bisschen kritisch gerade, ne? Da ist wieder so eine Fahne. Da müssen wir rein. Ich bräuchte Energie. Mein, klar, ich kann den Trank einfach hergeben. Aber vielleicht schaffen wir es ja, unbeschadet hier durchzukommen.
glaube noch nicht so ganz dran. Müsste halt jetzt ein Herz bekommen. Das scheint bisher nicht der Fall zu sein. Herz, nice. Und da unten ist noch so eine Fahne. Oh boy. Oh, ich hab... Jetzt hat das automatisch eingesetzt, ne? Ja, gut. Dann ist es halt so. Ich will mir einen neuen kaufen. Bei Gelegenheit. Oh, das ist ein Boss! Sehe ich jetzt erst Glasspeer. Okay. Den habe ich jetzt erst gesehen. Das ist noch so ein Ding. Hier sind ganz viele von diesen Dingern. Ja, Glasspeer hat sich erledigt. Du hast dich auch erledigt. So, jetzt müsste ich irgendwie nach da hochkommen. Hat das jetzt gerade schon aufgelöst? Ich hab's nicht ausgelöst, ne? Warum mache ich das denn nicht? So. Da ist ein Herzteil, ich muss da hoch. Aber ich brauche... Ah, ich weiß. Oh boy! Der war frech. So. Das war nicht, was ich wollte. Das auch nicht. Mein Gott! Dankeschön. So. Immer noch nicht alle. Aber erstmal Herzteil. Was sind denn da jetzt noch welche? Hier ist dann noch so ein Raum. Haben halt doch alle Gegner weg. Oder zählen die im Sand versteckten auch dazu? Sowas wie diese... Ach, da ist sowieso noch ein Fester. Und da ist noch einer. Hä? Hä? Ah, was ist denn das da oben? Ach, ein Kaktus! Greife ich den Kaktus an, ey. Ich bin auch so ein Nuss. So, wie viele Tränke haben wir jetzt noch? Einen, okay. Also einmal können wir uns in die Höhle wagen. Let's go. Oh! Das ist die falsche Höhle. Ich glaube, ich komme nie nach Hause, solange Octavo noch sein Unwesen treibt. Erinnert mich an jemanden aus meiner Welt, den ich überhaupt nicht leiden kann. Sollen wir uns zusammenschießen, um ihn zu besiegen? Cadence ist deiner Gruppe beigetreten. Sie wurde nach Hyrule gerufen und sucht jetzt einen Weg zurück in ihre Welt. Du kannst an jedem Schickerstein die Charaktere wechseln. Warum sollte ich mit Cadence spielen wollen? Ich will das nicht. Aber okay. Im Herzen dieser Wüste liegen die Gerudo-Ruinen, aber die Brücke im Inneren ist kaputt.
Die Gerute dort sagt, mit ein paar Zahnrädern könnte man die Brücke ausfahren. Ach, im Dungeon selbst. Ah, verstanden. Das heißt, ich brauche die Zahnräder, um im Dungeon weiterzukommen. Okay, kriegen wir hin. Dann holen wir jetzt hier mal die restlichen Zahn... Ah. Ach so. Ich wollte gerade sagen, hä, irgendwie ist hier gar nichts. Schon verstanden. Die Richtung und dann die Richtung. Das war blöd, egal. Dann hauen wir die gleich so weg. Und da ist dann mein Block, mit dem ich da hochkommen muss. Na komm raus. So, easy. Schub, schub. Schub, schub. Zahnrad. Und nochmal eine neue Schaufel. Gut. Und das ist was auch immer. Das macht irgendwie überall so Kohle wahrscheinlich. Und ich kann dann mittlerweile auf Kohle laufen. Ich habe ja das Goronen-Krams-Dings. Zum Glück. Sonst hätte ich jetzt wahrscheinlich Probleme. Aber so habe ich keine Probleme. Sehr gut. Dann ist hier oben das letzte Zahnrad. Sehe ich das richtig? Oh, cool. Jawohl. Ach so. Ah, nice. Das waren einfach nur D2. Gut. Ich schätze, wir haben alle Zahnräder zusammen. Gehen wir mal in die Gerudo-Ruinen. Das sind dann ja wohl die. Ah, und hier kann ich jetzt Koop beginnen. Weiterspielen. Cadence Link, Cadence Link, Cadence Link, Cadence Link, Cadence Link. Cadence kann die meisten Waffen und Items verwenden. Sie kann Schilde verwenden und eine Schaufelattacke einsetzen, die Gegner in ihrer unmittelbaren Umgebung betäubt. Link hat die meisten Waffen und Items verwenden. Er kann Schilde einsetzen und mit einer Wirbelattacke. Ach, habe ich noch nie ein... Ha, siehst du? Die habe ich jetzt immer wieder ver... Ach so, weil die auch Dings kostet, ne? Ja, ja, die kostet Magie. Deswegen setze ich die nie ein. So, und die kann jetzt hier eine Brücke bauen. Endlich, jetzt können wir die Brücke ausfahren, aber nicht umsonst. Oh, ja, das werde ich wohl auch tun. Hätte ich gemacht, ich habe genug Geld, so ist es nicht. Okay, und jetzt kann man den Dungeon spielen. Das ist dann der nächste Dungeon, ja? Oh. Also ich kann in die Lava, aber ich kann nicht... Ja, Moment. Kann ich gerade den halben Dungeon überspringen? Ich komme direkt hier hin. Ich komme direkt hier. Ich überspringe gerade den Boss-Dungeon-Teil. Den hier. Ich habe das gerade übersprungen. Na, eigentlich wäre man hier rein. Und würde dann hier wieder rauskommen. Aber das habe ich gerade übersprungen, weil ich durch Lava schon schwimmen kann. Und dann geht's hier weiter jetzt, ja? Ah ne, das ist der Bossraum. Ja, egal. Hauen wir kurz weg. Das ist ja witzig. Das ist ja witzig. Ne, und jetzt hätte ich den ja eigentlich gedrückt und jetzt hätte ich eigentlich erst die Lava hier wäre ich hier eigentlich erst die Lava losgeworden. Aber hier komme ich nicht rum. Den muss ich jetzt schon spielen. Okay. Also den anderen muss ich auch spielen, allein schon, weil der Laden bestimmt einen Herzteil für mich hat. Aber interessant, dass man das skippen kann. Mit den richtigen Items. Dann hätte ich wahrscheinlich auch mit den schweren Stiefeln im Windtempel den Teil skippen können. Das ist interessant. Das ist sogar cool. Das ist sogar sehr cool. Viel Glück, ja. Okay, also los, auf geht's. Holen wir uns mal den Laden. So,
suchen wir den mal zusammen. Wir brauchen ja sowieso auch wieder ein paar Schlüssel. Einen haben wir. Den müssen wir jetzt theoretisch ja nicht einsetzen dann. Ich bin gerade ein bisschen ungünstig unterwegs, muss ich gestehen. Oh. Ist ja gar nichts. Da ist der Laden. Ah, die schon wieder. Da ist ein Schlüssel. Oh, ja gut. Hast du ein Herzteil für mich? Ja, du bist der Beste. Gib mir das. Sehr gut. Dankeschön. Tschüss. So, wo wäre es jetzt eigentlich weitergegangen? Hier geht's noch rein. Aber wo geht's dann richtig weiter? Wo war der Bossraum? Wo war die Treppe? Hier drüben. Ah, hier ist noch was. Wait, jetzt habe ich hier alles, ja? Ach, hier unten war der Raum. Da war der, da. Okay, da war das dann. Und jetzt habe ich sogar so viel besiegt, dass hier der Raum komplett geklärt ist. Interessant. Gut. Dann geht's hier also normal weiter. Und da ist auch schon der Laden. Um uns das zweite Herzteil. Oh, hier gibt es nicht immer mal ein Herzteil. Aber ein Schlüssel. Ich dachte, es gab nochmal ein zweites Herzteil. Aber ich irrte. So, da ist dann der Kompass drin. Oh, jetzt ist gerade ganz schön viel los. Aber wir haben mehr Energie. Damit wollte ich nur sagen, es ist gerade nicht so schlimm, wenn ein bisschen was los ist und ich nicht klarkomme. Weil ich gerade nicht klarkommen muss. Oh, da ist wieder so ein Glassperr. Guck, wie lange ich den behalten kann, wenn ich ihn habe. So, jetzt zählt's. Wie lange kann ich den behalten? Ein Schlag? Zwei Schläge? Ich fürchte nicht sehr lange. Habe ich jetzt ein festes Breitschwert bekommen? Ich habe jetzt ein festes Breitschwert bekommen. Cool. Ach, das ist so ein Viech. Oh, jetzt hat er das Breitschwert gewechselt. Ah, das wollte ich nicht. Easy. So, ich bin hier aber noch nicht fertig. Jetzt will ich auch hier alles aufräumen.
Wo sind noch Gegner? Oh, was sagst du mir? Hä, aber da ist doch gar nichts. Ja, was wollte der Pfeil jetzt von mir? Oh, cool. Was ist denn der Pfeil? Der will mir irgendwas erzählen, aber da ist nichts. Da ist noch ein Bossraum. Da hätte ich einen kleinen Schlüssel bekommen, ne? Ziemlich sicher. Ja. Aber immer noch nicht alles losgeworden hier. Da sind noch Gegner, ich sehe sie. Ah, schade. Da habe ich noch mal Quatsch gemacht. Wo sind jetzt noch Gegner? Da ist zwar so ein Ring, aber keine Gegner mehr, ne? Ja gut, vielleicht muss man auch nicht alle Gegner erwischen jetzt. Ist ja, muss ja nicht sein. Ich finde sie vor allem gerade nicht. Das ist gerade das Einzige. Ja, wie auch immer. Gehen wir durch die Treppe. Und holen uns den goldenen Schlüssel. So kann ich die auch besiegen. Oh, das ist gerade sogar äußerst nützlich. Sonst wäre ich da nicht reingekommen. Ha! Ha! Sehr gut. Oh. Ah, verstanden. So! Ich würde sagen, den Boss gucken wir uns noch an. Let's go. Du bist wohl stärker, als du aussiehst. Aber das wird dir nichts bringen. Ganon kannst du nicht besiegen. Und nun stelle dich meinem dritten Instrument der Macht. Kraft des Feuers, brenne in den Saiten meiner Gitarre. Und was für ein Bossname ist diesmal verschandelt worden? Ach Gott, ach Gott. Bass-Gitarmos-Ritter. Na dann. Ich bin mal so frei und hau erstmal die anderen weg. Eins. Zwei. Kann ich den auch schon? Nein, ich muss sicherlich die anderen erst erledigen. Aua! Das war gemein. So, einer noch. Zum Glück kann ich auf Kohlen laufen, ey. Es ist so wichtig. Ah, Mist. Da ist mein Trank weg. Okay. Kann der was außer Felder... Aua. Aber es macht nicht viel. Es macht nicht viel Schaden. Na dann kann ich einfach draufhauen. Gut. Ja, war schon gut, dass wir den Trank hatten. Muss ich sagen. Muss ich jetzt auf jeden Fall neue holen. Tränke sind sehr wichtig. Richtig und wichtig. Und wir haben das dritte Item. Das dritte Instrument. Puh. Neues. Bassgitarre. Und wieder raus. Sehr schön. Und jetzt ist hier sowieso alles geklärt. Zeigt jetzt auf der Karte hier noch was an, in dem Gebiet? Nur abgeschlossene Sachen, ne? Wenn ich das richtig sehe. Da ist noch eine Truhe. Und das ist das Dorf. Das ist aber auch abgeschlossen in dem Sinne.
Was ist das für eine Truhe, die er da anzeigt? Ach so, die ist wieder da, deswegen. Ja, also die Truhen, die er anzeigt, die sind nicht wichtig. Gut. So. Weiß ich zwar immer noch nicht, wie man diese Rätsel hier löst. Aber jetzt, wo ich Items nicht habe, sehe ich ja, dass die Truhe komplett nutzlos ist. Insofern, was will ich da? Ne? Es ist super schwierig, da ranzukommen. Ich habe keine Ahnung, wie es geht. Und ich brauche es einfach nicht. Das ist schon interessant. Aber gut, meinetwegen, dann ist es halt so. So, dann würde ich sagen, wir schließen auf jeden Fall ab. Jetzt haben wir echt ordentlich aufgedeckt, ne? Hier fehlen noch die ganzen Mini-Bossies. Da gehen wir dann das nächste Mal hin. Hier ist so die ganze Reihe runterwärts, würde ich sagen. Hier ist auch noch ein Dungeon, ein neuer. Wenn ich das richtig sehe. Ach so, und dann ist dieser Dungeon der letzte Dungeon, weil das das Hyrule-Schloss ist. Verstanden. Deswegen wird er auch als Dungeon angezeigt. Was ist das für ein Symbol? Kann ich gerade nicht erkennen. Hier ist alles abgehakt, das haben wir also alles gemacht. Da ist noch ein Boss nicht abgehakt. Komm, das machen wir schnell noch. Den hauen wir schnell noch weg. Da komme ich ja direkt hin. Also fast direkt. So, einmal rüber. Und einmal hoch. Und sonst schon mal in dem Raum. Kann man kurz gucken, wo könnte der Boss sein? Ah, ich sehe... Nee, ich sehe es nicht. Doch, ich sehe es. Hier ist eine Höhle. Einmal in die Höhle. Okay, es ist wirklich nur ein Einzelner. Muss ich mir vor dem jetzt Angst haben? Weil ich habe keine Tränke. Ich komme gleich wieder. Ich habe da was vergessen. Ich komme gleich wieder. Das war nicht, was ich vergessen habe, aber das können wir auch kurz machen. Ja, wo war denn das jetzt? Über oder unter mir? Unter mir. Da ist es. Geh weg! Geh weg! Herrschaftszeit. So. Eins. Zwei. Dafür gebe ich doch gerne Rubine aus. So. Ach, jetzt. Ich bin schon wieder im Weg hier. Ach komm, ist eigentlich egal gerade mit der. Ja, okay. Ich kann mich eh nicht schneller bewegen. Gut. Ba, ba, ba. Muss noch eins höher und dann können wir uns um dieses komische Viech kümmern. Ich habe halt ein bisschen Respekt vor dem gehabt, weil der wirklich alleine da drin ist. So, als wäre der was ganz Krasses. Ja, der ist was ganz Krasses. Hilfe! Und der macht auch ordentlich Schaden. Eieieiei. So, greif an. So meinte ich das jetzt eigentlich nicht, aber ist okay. Okay.
Aber ich glaube, ich hätte ihn nicht ausgehalten. Ich glaube, ich hätte ihn nicht ausgehalten ohne den Trank jetzt, ne? Ja, nicht ohne den Trank, aber ohne die Heilung. Trank habe ich nicht gebraucht, aber... war schon gut. Oh! Die Kriegstrommel. Nutze sie, um einen Beat auszusetzen und deinen Angriff auf den nächsten Beat zu verstärken. Ach du Schande, jetzt wird es ja noch richtig taktisch. Das werde ich wohl nicht einsetzen, das Ding. Aber interessante Sache. Das heißt, ich gehe dann in den Angriff, mache praktisch einmal einen Beat und dann ist mein nächster Angriff 2 wert, oder was? Ah ja. Das kostet nicht mal was. Okay. Die ist ja interessant. Ja gut, das brauchen wir jetzt eigentlich nicht hier machen, ne? Das kennen wir schon. Da ist auch jetzt nichts Spannendes hier. Das war's schon. Aua. Sag ja, nichts Spannendes. So. Perfektiko. So, lass mich mal heilen. Zack. Dankeschön. Dann haben wir jetzt den Boss hier auch noch geklärt. Dann haben wir das hier auch jetzt abgeschlossen. Da sind halt noch Truhen jetzt eingezeichnet. Die sind aber nicht relevant. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier ist alles abgeschlossen. Wait, da ist noch ein, das ist noch eine richtige Treppe, ne? Die ist nicht abgeschlossen, diese Treppe da. Ah, okay, okay, okay. Das machen wir noch schnell. Die Treppe müssen wir noch finden. Das ist hier unten in dem Raum. Ach, jetzt sind die alle wieder... Ach, geh weg. Sollte da noch was sein? Das ist dann eigentlich für dieses Viech hier, für den Blauen da, besonders gut, diese Trommel, ne? Das kann man mal probieren gleich, wenn er nochmal nerven sollte. Ist hier irgendwo noch was versteckt oder was? Aber hier in dem Bereich ist das, ne? Wenn ich jetzt zu hoch gehe, ist es da schon nicht mehr. Ah. Sollten da noch was sein? Oder irre ich mich jetzt? Und das wird anders angezeigt, als ich denke. Ich meine, es ist kein Boss, der angezeigt wird, ne? Es ist einfach nur eine Treppe. Die ist vielleicht nicht so wichtig. Weiß es nicht. Oder ist es der ganze Ruinenbereich? Ist das der ganze riesige eine Raum hier? Ich bin wieder unschlüssig. Genau das meinte ich. Wenn ich den vorher angreifen kann, ist das eigentlich gut. Nice. Das ist eigentlich echt ganz gut so. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Aber ich sehe halt jetzt auch kein Schmetterling auf irgendwas drauf. Also
Das muss dann schon ganz komisch versteckt sein, wenn da noch eine Höhle ist. Oder ist es eine von den Höhlen, wo so ein Zahnrad drin war, was jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund noch angezeigt wird? Ist es wirklich was Wichtiges, ist halt die Frage. Das ist halt die Frage, die ich mir stelle. Ist es was Wichtiges oder ist es unnütz? So, jetzt kommt er raus. Ich mache einmal Kriegertrommel und zack, hau ihn mit einem Schlag weg. Na, das ist super gut. Ach so, wäre man hier hochgekommen. Ha! Auch interessant zu wissen, ne? Da habe ich mir vorhin so einen schönen Weg hier gebaut und dann hätte ich ihn gar nicht gebraucht. Auch der zum Beispiel. Oh, das war jetzt blöd. Kann ich mit einem Schlag erledigen. Voll gut. Also kämpferisch ist diese Kriegertrommel großartig. Aber dafür ist sie auch da. So, aber hier ist auch nichts zum Sprengen, ne? Nee. Hier war das Herzteil. Hier ist auch nichts weiter. Gibt's doch nicht. Mach dich weg. Kann unter so einem Sand überhaupt was sowas sein? Das weiß ich halt nicht. Großer Fan von der Kriegertrommel. Oh, das war blöd. Was soll's? Hier ist ja auch nichts weiter. Wo soll denn da noch eine Höhle sein? Ich bin irritiert. Mist. Glasschaufel kaputt. Ach, auch das noch. Ja, ich lade dich gleich auf. Ich glaube, hier ist nichts mehr, oder? Ich renne hier gerade umsonst rum. Aber jetzt bin ich ja hier. Guck mal, das ist überhaupt... Das muss hier unten, wenn dann, sein. Das ist wirklich nur dieses kleine Stück da unten. Ist es vielleicht so, dass das so eine Treppe ist, die immer... die nie abgeschlossen wird, weil es die Treppe ist, wo Cadence ist. Wo war denn noch Cadence öfter? Also Cadence war auch hier zum Beispiel, aber da ist jetzt keine Treppe mehr. Ah, es ist so irritierend. Na, das Ding ist doch abgeschlossen. Das ist doch nicht die Treppe, die gemeint ist. Aber es ist dieser Bereich gemeint. Aber hier ist nichts. Das sehe ich auch, dass da nichts ist.
Nee. Wir hören jetzt auf. Ich verschwende hier nicht weiter meine Zeit, um Dinge zu suchen, die nicht da sind. Ich glaube nicht, dass da was Wichtiges ist. Wenn da was Wichtiges sein sollte, holen wir das noch nach. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.